Hallo zusammen, Maya3607 hier. Ich habe heute meinen Lesemonat für den Oktober 2018 vorbereitet. Das Video kommt mit gehöriger Verspätung, wir haben es jetzt schon wieder Mitte November, allerhöchste Zeit. Mir ist irgendwie immer was dazwischen gekommen, wenn ich das Video drehen wollte. Jetzt habe ich mir gesagt, komm, setz dich einfach her und mach das Video. Sonst wird es noch Dezember, bis es fertig ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei mir sind es im Oktober 5 Bücher geworden. Das waren 4 Print und ein E-Book. Los ging es mit einem Rezensionsexemplar vom Emons Verlag, nämlich Heumilch von Jutta Mehler. Der neue Krimi für Fanny Roth. Oder der neue Fall für Fanny Roth, besser gesagt. Fannys Enkel Max nimmt zum ersten Mal am Elefantentreffen teil und stolpert prompt über eine Leiche. Da er in dem Fall Hauptverdächtiger ist, nimmt Fanny natürlich sofort die Ermittlungen auf, um die Unschuld von Max zu beweisen. Viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, da ich euch ja auch schon eine Rezension abgedreht habe zu diesem Buch. 3 Sterne hat es für die Ermittlungen im Loher Kessel von mir gegeben. Dann haben wir ein weiteres Rezensionsexemplar und gleichzeitig mein Monatshighlight, Willibalds Ruh von Richard Auer. Mike Morgenstern muss diesmal auf dem Lande ermitteln, denn ein junger Schweinemester wird tot in der Biogasanlage gefunden. Tragischer Arbeitsunfall oder hat da jemand nachgeholfen? Auch zu diesem Buch habe ich euch schon eine Rezension gedreht. Dann habe ich ein E-Book gelesen, das war nämlich meine Reiselektüre, als ich mit dem Zug nach Berlin gefahren bin. Ich rede von Hengste Henker Herbstlaub von Gisela Garnschröder. Der vierte Fall für steif und kantig. Die beiden Schwestern sind beim Pilzesammeln unterwegs, als sie sehen, wie ein junger Mann vom Kotenberghof wegläuft. Die beiden haben ein komisches Gefühl und glauben, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Tatsächlich, als sie sich auf dem Hof umsehen, stolpern sie über die Leiche der Verkäuferin Brigitte Hübsch. Der junge Mann ist durch seine Flucht natürlich zum Hauptverdächtigen geworden. Aber soll es so einfach sein? Für den Geschmack der beiden Schwestern ist es schon zu einfach. Und als bald darauf eine zweite Leiche gefunden wird, ist ihnen klar, da steckt eindeutig mehr dahinter. Es war mal wieder ein ganz netter Krimi mit den beiden Schwestern. 3 Sterne habe ich dem Buch gegeben. Und so das gewisse Etwas hat mir hier irgendwie noch gefehlt. Wie gesagt, ganz nett zu lesen, aber jetzt auch nichts Besonderes. Fall 5 und 6 für die beiden habe ich noch auf dem Kindle, die möchte ich auch irgendwann nochmal lesen. Dann ging es bei mir weiter mit Marta Donato, Flucht über den Brenner. Der dritte Fall für die Kommissare Fontanaro und Breitwieser. In Verona muss sich Kommissario Fontanaro mit einem Mord- und Kunstraub herumplagen. Denn mehrere Täter sind in ein Museum eingebrochen, haben wertvolle Gemälde gestohlen und dabei wurde eine Museumsmitarbeiterin ermordet. Sein Freund Kommissar Breitwieser plagen in Traunstein derzeit ganz andere Sorgen, denn das Buch spielt zur Zeit der großen Flüchtlingskrise. Und Breitwieser greift wieder mal einen großen Flüchtlingstransport auf. Wie sich herausstellt, stammt der Schleuser aus Verona. Und zu der großen Überraschung beider Kommissare stellt sich sogar heraus, dass dieser Fall von Kommissar Breitwieser etwas mit dem Kunstraub in Verona zu tun hat. Aber was, das möchte ich euch an der Stelle natürlich nicht verraten. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, wieder mit den beiden zu ermitteln. Aus der Reihe habe ich ja schon Veronese Finale und Tod am Gardasee gelesen. Darum habe ich mich auf den dritten Fall jetzt sehr, sehr gefreut. Und ich hoffe, dass es nicht der letzte Fall der beiden Kommissare war. 4 Sterne habe ich dem Buch gegeben. Denn so der absolut letzte Pfiff, das letzte Quäntchen zum Top-Krimi, hat mir irgendwie noch so gefehlt. Und last but not least habe ich gelesen, zum zweiten Mal mittlerweile, Hausbock von Richard Auer. Das Buch habe ich gemeinsam mit der Claudia von Claudias kleine Welt gelesen
Claudia, ganz herzliche Grüße an dich an dieser Stelle. Hat mir wieder total gefallen. Auch zu diesem Buch gibt es ja bereits eine Rezension auf meinem Kanal. Volle 5 Sterne habe ich diesem Buch damals gegeben. Ein relativ dünner, aber sehr toller Krimi. Das war jetzt also mein Lesemonat. In den nächsten Tagen werden auch noch ein paar Videos kommen. Aber was es sein wird, da lasst euch überraschen. Also bis dann. Meier 3007.